Timo und ich möchten an unserem ferngesteuerten Auto eine LED-Beleuchtung anbringen. Ja. Wir haben dafür, wir haben geplant, dass wir die LED-Beleuchtung mit 12 Volt betreiben und wollen die am und an den Balancer-Kabel vom LiPo-Akku anschließen. Dafür habe ich, wo ist dieser Anschluss, diesen Anschluss vorbereitet. Der kommt hier rauf. Dann haben wir LED-Stripes, die sind wasserdicht. Die wollen wir unterm am Unterbodenchassis anbringen. Geil, ne? Hä, dann leuchtet das doch, hä? Dann leuchtet das in die verkehrte Richtung, ja, aber. Ja, also du wolltest nur, so, leuchtet das hier rein. Leuchtet das in das Auto rein. Aber es passt, das kann man nur sehen. Passt. Okay. Ein bisschen können wir. Ja, dann machen wir mal im Frühling, machen wir mal. Im Frühling erst sauber machen? Frühlingsputz. Frühlingsputz. Hä? Da muss doch die alte LED-Streifen ran. Nee, nee, da machen wir auch LEDs ran. LED-Streifen kommen hier drunter. Ach stimmt, ja genau. Als Unterbodenbeleuchtung so, ne? Ja. Da kommen dann hinten dann so rote LEDs vielleicht, ne? Ja, wie beim Auto, irgendwie hinten rot. Ja, vorne rot, vorne weiß. So wie sich das gehört. Ja, mach Licht jetzt nochmal runter. Rote. Ich weiß, die sind wieder verkehrt rum. Also dabei muss man darauf achten, dass man immer Plus an Minus. Mhm. Auf einer Seite haben wir Plus. Der längere Pin ist immer Plus bei LEDs. Andersrum leuchten sie nicht. So, das ist wieder Minus, Plus. Ja, muss natürlich auch alle richtig klein machen. Genau. Ich, Da wir ja 12, ich tue auch noch verlöten noch. Da wir ja 12 Volt ungefähr brauchen. Ich tue auch noch verlöten. Du willst auch löten, gut. Dann kannst du ja vielleicht gleich hier mit anfangen. Und zwar. So, bekommst du die so wie verlötet? Vielleicht. Ja. So.
Und dann ziehen wir die wieder raus, dann ziehen wir die wieder raus und stecken die von hinten noch raus. Hast du noch 5 Liter oder so? Ja, ein bisschen kann ich ja mal. Nee, soll ich das nehmen? Ist das überhaupt Lötdraht? Nein, das ist Schaltdraht. Wenn man das lötet, dann wird das, dann wird das ganz heiß in den Händen. Dann wird es heiß und nichts lötet sich. Das ist Lötdraht. Okay. Es qualmt. Das ist verlötet. So, jetzt leuchten sie. Wir haben auch einen 5K-Widerstand zwischengebaut. Weil, ich mach Licht an. Weil die Essen sind uns durchgebrannt. Also ja, die LEDs sind nicht. Wir haben 12,6 Volt. Ja. Was haben wir? Und würde sogar noch mehr reinpassen. Wir haben, wir haben jetzt ein bisschen Toleranz. Was da so nochmal, wenn die uns jetzt sehen, noch durch. Mhm. Gut. Das gleiche machen wir jetzt vorne und dann fangen wir mit der Unterbodenbeleuchtung an. Die würden sogar noch mehr Strom sogar noch aushalten. Ja, aber. Aber mehr Strom brauchen wir ja nicht, weil der Akku ja so. Geh mal vor, dass die leuchten hell genug, wenn man erstmal Licht ausmacht. Ja, ich weiß. Du hast also im Dunkeln, man sieht die. Ja, das ist gut. Dann leuchten die gut. Jetzt. Wir haben zwar selbstklebende LED-Streifen, aber wir kleben die trotzdem mit Modellbaukleber an. Okay. Weil so gut hält das. Und so gut halten die auch nicht. Wenn der durch über Stock und Stein fährst, dann fallen die auch irgendwann ab. Alter, ne? Hast du es drauf? Ja. Ich fahre nochmal zurück. Wollen wir Licht einschalten? Ja? So, jetzt. Jetzt ist es doch. So. Vorsicht, die Katze ist hier. Fahr mal vorsichtig hier ran. Dann machen wir jetzt das Licht an. Ja, machen wir. Da ist, das ist der Brushless-Motor, den hat Roman eingebaut. Los.
hoffe, es wird gleich mal ein bisschen weniger mit dem Verkehr hier. Und das ist eine 12 Volt. Wie viel Volt hat die normal, die Zelle? Ja, die ist so zwischen 10 bis 12. Ja, also 12,6, also wenn sie ganz voll ist. Das Auto hat richtig Power. Gut. Jetzt machen wir Licht. Oh. Schön aus. Und hier ist schon Wassertropfen alles drin. Ne? Man sieht richtig, ist nass, wenn er durch die Pfütze gefahren ist. Oh. Und alles noch funktionstüchtig. Zum Glück. Ja, ne? Weitgehend ist der Spritzwasser geschützt. Wir müssen unbedingt eine Umgehungsstrecke hier um Horstedt machen. Mhm. Ja. Sieht auch cool aus. Sieht mega geil aus. Geil. Das sieht so mega aus. Boah. Geil, ey. So, ich bin auch. Ich Idiot. Warte mal. Hm? Was ist denn da? Ich hatte noch nicht angemacht. Ja. Was ist denn hier los, ey? Wie dort? Wie viele Autos fahren denn hier? Soll ich mal filmen und du fährst? Mhm. Ja? Okay. Guck mal, wie geil das aussieht. Oh ja, ey. Warte mal, ich zoome mal ran. Oh, so. Geil. Alter, das hat Power. Aber richtig, ne? Wie viel PS hat der Motor? Film mal hier von vorne. Ja. Die scheinen ja auch mal ein bisschen dichter dran. Ah. Endlich. Zeit, ne? Ja. Okay. Ja. Bin ich durch die Pfütze gefahren oder was? Oh. Alter. Wie viel PS hat der Motor normal? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der 60 Ampere. Dass er 60 Ampere hat 60 und, Ampere. Und im Bürst hat er über 300 Ampere. Mhm. Aber das Licht leuchtet weiter, wenn man Vollgas gibt. Aber ja. Wenn die schwächer wird, dann kann man immer noch Gas geben, aber dann geht das Licht auf einmal aus. Ja, das ist oder so. Aber jetzt funktioniert es. Ja. Und nochmal Blitzstart jetzt. Hä? Was? Ich mache jetzt einen Blitzstart. Sehen, ob ich ihn halten kann. Blitzstart. Oh. Oh, jetzt. Und dabei ist die Batterie noch nicht mal ganz voll. Also, doch, die ist voll. Ja, aber ganz voll. Ich habe die komplett aufgeladen. Ja, krass, okay. Aber wo ist denn der ganz? Da hinten ganz. Was ist denn los? Jetzt blaue Licht sehen. Das wird schon langsam schwächer. Ach, wird schwächer?
Aber, bitte, aber es redet schwach, wenn du beim Vollgas, bei Vollgas die Lichter ausgehen. Es ist rückwärts gefahren. Dann ist er richtig schwach. Auto. Oder kannst du stehen bleiben? Das finde ich immer richtig scharf stellen, die hier zu. Ja, geil. So, ich habe Fotos gemacht. Noch eins von der Seite oder was? Und eins weiter unten. Ja. Mama, die habe ich auch nicht von der. Du sind Mütter. Oh mein Gott, ey. Kann ich mal ein vernünftiges Video machen? Nö. So, Fotos gemacht. Nochmal fahren? Ja, mach mal. Ja, mach mal hier so einen Drift nochmal, hier vorne. Ja. Dass ich das mal filmen kann. Jetzt machen wir. Also, warte. Das war ja super. Herr ich bin jetzt da. Kann genau, ich jetzt drifte mal. Du hast Ecken driften damit. Ja. Ist jetzt schlimmer mit dem Kacknügel, ne? Machen? Ja, machen. So, ich hab genug für Material. Können wir jetzt